Wir hatten die Idee zu einem sicheren Smart Home, was weder auf den Komfort noch auf die Benutzerfreundlichkeit verzichtet. Und wir sind auf die Idee gekommen, da es mittlerweile so ist, dass Smart Homes immer leichter zu hacken sind. Und wir wollten da es einfach sicherer machen. Und deshalb haben wir uns mal dran versucht. Und ja, dann geht es auch mit dem nächsten Thema weiter. Also jetzt erstmal kurz zum Konzept dahinter. Wir haben hier in dem Fall zwei Raspberry Pis. Der eine Raspberry Pi fungiert als Server, heißt, auf dem laufen alle Daten zusammen und auf dem läuft ein Webserver, auf dem man am Ende alles einsehen kann. Hier haben wir noch einen Client. In dem Fall sind hier zwei Sensoren angeschlossen, Magnetsensoren. Wir haben die Magnetensensoren jetzt gegen Tasten ausgetauscht, weil das jetzt zur Demonstration einfacher ist. Dieser sendet jetzt, wenn hier eine Taste gedrückt wird, etwas an den Server Pi weiter. Weiteres gibt es jetzt von Leon und Daniel. Ich hab schon. So, also man kann hier sehen, das zum Beispiel ist Router, wie jeder ihn zu Hause hat. Das soll letztendlich so ein Router-Netzwerk zu Hause symbolisieren. Das ist jetzt ein lokales Netzwerk. Und dann haben wir hier die zwei Pis. Den einen, das ist hier vorne, das ist der Sensor-Pi. Und den haben wir mit Python programmiert. Und zwar aus dem Grund, dass man mit einer bestimmten API besser auf die Anschlussports zugreifen kann und somit auch die Taster erkennen kann. Hier vorne haben wir den Server-Pi. Den haben wir mit Java programmiert. Auf dem läuft noch eine MySQL-Datenbank, auf dem alle Daten zusammengesammelt werden. Und von dort aus werden unter anderem auch die E-Mails bzw. Telegram-Nachrichten verschickt. Ich weiß nicht, wer von euch Telegram kennt. Telegram ist ein etwas unbekannterer Messenger. Und da es von Telegram eine API gibt, konnten wir so auch Nachrichten verschicken. Auf jeden Fall, man kann dieses ganze System über ein Webinterface steuern. Und dieses Webinterface haben wir, beziehungsweise. Ja, also das Webinterface haben wir mit JavaScript und PHP realisiert. Und zwar ist auf dem Server eine Datenbank, die immer beschrieben wird, wenn jemand auf den Knopf drückt. Das wird Leon jetzt mal tun. Und zwar, wenn man auf den Knopf drückt, sehen wir hier ganz schön, dass da dann Open steht. Das heißt, dass die Tür geöffnet wurde und eine E-Mail abgeschickt wurde über das JavaScript. Das hat der Leon übernommen und dazu erzählt er jetzt noch ein bisschen mehr. Also es gibt halt, wie ich gerade schon gesagt habe, zwei Möglichkeiten, sich diese Nachricht zuschicken zu lassen, E-Mail und Telegram. E-Mail ist ja recht simpel, da muss man einfach im Webinterface einmal diese E-Mail eingeben, an welche E-Mail das geschickt werden soll. Und Telegram haben wir ein bisschen anders gelöst, denn für Telegram benötigt man eine sogenannte Chat-ID und die bekommt man nur, wenn man einen offenen Chat hat. Das heißt, man schreibt sozusagen diesen Bot von dem Com-Home-System an. Und der merkt sich dann diese Chat-ID, schreibt die in die MySQL-Datenbank und hat die für weitere Verwendung dort gespeichert. In Zukunft stellen wir uns noch vor, dass das System ist jetzt so aufgebaut, dass man einfach weitere Sensoren hinzufügen kann. Also stellen wir uns vor, dass man in Zukunft zum Beispiel noch Sensoren für Temperatur oder zum Beispiel Bewegungsmelder hinzufügen kann oder halt auch andere Aktionen ausführen kann, wenn ein Sensor ausgelöst wird. Also zum Beispiel sowas wie Temperaturregulierung könnte man damit machen dann. Jetzt haben wir die Datenbank auf den Modus Telegram umgestellt. Das bedeutet, wenn der Leon jetzt nochmal da drauf drückt, werden wir hier eine, sollte jedenfalls hier eine Nachricht auftauchen, die dann so aussieht. Und zwar wird dann da stehen, man kann den Sensoren eigene Namen anpassen. Das kann man in dem Setting von dem Dashboard machen. Außerdem wird dazu dann noch ein Zeitstempel angezeigt und wie der Sensor heißt, so dass wenn man außerdem wird diese Nachricht nur abgesetzt, wenn man außerhalb des Hauses ist. Das heißt, wenn man im Haus ist, wird man nicht benachrichtigt. Und wir haben das Python-Skript so programmiert, dass es ziemlich universell ist. Das heißt, man könnte theoretisch unendlich viele Pis an diesem Server anschließen
und mit diesem Python-Script auch unendlich viele Sensoren anschließen, sodass das beliebig erweiterbar ist. Smart Home, nein, Come Home, ein sicheres Zuhause. Dankeschön.